Erbärmlich. Ja, du bist erbärmlich, mein kleiner Junge. Mein Zeigefinger, mit dem stechst du dir deine Augen aus gleich, ja? Also Ruhe. Deswegen, der Boden fängt hier schon an zu brennen. Die Lava kommt. Möget ihr für immer in dieser verdammten Hölle brennen. Bis in die Ewigkeit sollt ihr nicht mehr glücklich werden. Brennt für ewig in der Hölle, arrivederci. An dem Feuer, tschüss. Ah, L10 for life! Bitch name a list, still I'm going no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Und erbärmlich. Ja, du bist erbärmlich, mein kleiner Junge. Und ey Michael, nimm dir mal ein Beispiel an anderen Leuten hier. Guck mal, hier zum Beispiel der Chico. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich kann auch noch 100 andere, oder na gut, 100 sind wir natürlich nicht. Sagen wir 15 andere hier nennen. Oder 14. Die es hinnehmen, nicht jeden Tag aufzusteigen hier. Ne? Wie wär's denn damit, Michael? Du kleiner Aufstiegs-Fetischist. Aufsteigen, aufsteigen. Ich will unbedingt aufsteigen, aufsteigen. Wenn ich mal nicht aufsteige, dann bin ich direkt angestoßen. Auch noch so ein Thema. Ja? Es geht jetzt hier nicht ums Aufsteigen. Es geht hier nicht ums... Mit was hab ich mich denn jetzt verraten? Erläuter mir das. Nein, alles gut. Das ist nur ein Rand. Muss ich bin gar nicht fertig. Ich werde euch euer Urteil gleich verkünden. Weshalb ihr hier steht, das ist was ganz anderes. Das hat mit dem Thema hier gerade gar nichts zu tun. Das ist nur nebenbei angemerkt. Ja? Ich hasse Leute, die sich darauf fixieren und nicht den Fokus darauf legen, Hand in Hand zusammen mit den anderen zu arbeiten und Hand in Hand für die Familie zu arbeiten, sondern nur um für sich selbst die Bestätigung zu bekommen oder die Möglichkeit zu bekommen, irgendwo, irgendwie aufsteigen zu können. Ich hab dich eh schon lange im Auge gehabt. Erbärmlich ist das, so wie du gesagt hast. Du bist blind, ja. Hm? Genau, du bist gleich blind, mein Freund. Mein Zeigefinger, mit dem stechst du dir deine Augen aus gleich, ja? Also Ruhe. Also, hab immer noch nicht gehört, was ihr die letzten Tage so gemacht habt. Und mit wem ihr wart. Ich weiß es. Und was ihr gemacht habt. Also. Ja, dann erklär uns mal, was du warst. Hochverrat. Dann erläutern wir uns. Hochverrat. Ja, pass auf. Wir machen das so. Du erläuterst uns, was wir getan haben, ja? Wir sagen dann, wie es war. Und dann kannst du immer noch entscheiden, wie es jetzt mit uns ausschaut und wie es weitergeht, ja? Guck mal, wenn ihr hier steht, das müssen wir noch diskutieren, ich glaube nicht. Wenn ich so weit gehe, dann weiß ich, warum ich so weit gehe. Dann mache ich das nicht, wenn ich nicht ganz genau weiß, was Phase ist und das weiß ich. Deswegen, der Boden fängt hier schon an zu brennen. Die Lava kommt. Glaubt mir, die kommt ganz nah. Also, nicht mal den Mut habt ihr es jetzt selbst zu sagen. Nicht mal das. Schade. Ja, anscheinend bist du nur das Herrn, was bis jetzt noch keiner war's. Von uns. Oder was keiner wissen kann. Wie kommt irgendeine Partei an unsere interne Struktur? Hm? Wie kommen da Leute dran? Wie kommt denn das zustande? Hm? Hab ich euch jetzt ein bisschen auf die Sprünge geholfen oder wollt ihr jetzt genau wissen, was los ist? Indem ihr einen Ex-FLP-Agenten in die La Cosa Nostra aufnimmt. Ach, guck mal, letzt wieder verraten. Und ihr redet jetzt nicht von Brad Seals, weil der hat sich ja bewiesen. Du redest von Junior und der hat sich mehr als bewiesen, mehr als ihr. Hm. Glaubst du? Guck mal, jetzt hast du es angesprochen. Schon wieder verraten. Weil du das ganz, ganz weiche Knie, wo du ihn nämlich gesehen hast, mit Bertie zusammen. Hast du ganz, ganz weiche Knie bekommen, wo du ihn gesehen hast und bist zur Seite gegangen, hm? Verraten! Jetzt hast du dich selbst. Du hast dir selbst deinen eigenen Golfschläger gerade in dein kleines Arschloch gesteckt. Vorne ganz alleine, ich musste nicht mal was machen. Ganz nervös wurdest du. Ganz nervös. Wo du ihn gesehen hast. Hm? Muss ich noch den Ort verraten, wo ihr war? Nein, oder? Muss ich noch verraten, wen ich erpresst habe, um an Infos zu kommen? Bestimmt nicht, oder? Schau doch mal, wo wir waren. Du weißt ganz genau, wo ihr wart, das ist klar. Natürlich weißt du das. Du weißt das. Genau, du musst auch wissen, wo Junior war. Ich weiß es, ja? Du hast dich gerade selbst verraten. Indem wir einen Ex-FIB-Agent aufnehmen. Damit hast du nicht Brad gemeint, sondern Junior. Ich weiß, ich hab's ja gesagt. So. Schande über euch, Schande über euch. Ewige Verderbnis über euch. Möget ihr für immer in dieser verdammten Hölle brennen. Bis
in die Ewigkeit sollt ihr nicht mehr glücklich werden. Nie wieder. Wir haben euch die Chance hier geboten, irgendwas zu erreichen. Und ihr habt uns mit Füßen getreten. Brennt für ewig in der Hölle. Arrivederci. Anlegen, Feuer. Tschüss. Immer vorne ans Tor. Und auch noch Stunden meiner kostbaren Zeit habt ihr mich gekostet, und Nerven, um da überhaupt drauf zu kommen. Aber das ist kein Problem, das investiere ich gerne, um hier weitere Leichen zu begraben. Dreck. Ja, da könnt ihr euch mal auch alle mal ein Beispiel nehmen, ne? Muss ich ja nicht immer sagen. Ja, wenn ihr kommt einfach nicht auf dumme Gedanken. Das ist wieder ein Sonderfall gewesen. Außerdem, was ich auch überhaupt nicht mag, ist fixieren auf irgendwelche Ränge hier oder Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist hier nicht das Ziel, oder? Definitiv nicht. Weil da ist der Kollege da unten Vorreiter, ja? Wenn er mal an einem Ding nichts bekommt, da ist man gleich angestoßen. Pfuiert. Mit Strohhalm. Alle mal anwesend, Max. Die Wirkung ist da. Aber sowas. Auf das Squad? Selbstverständlich. So, meine Freunde des Alkohols, worauf trinken wir denn? Kommt gleich, wir warten noch auf die anderen Alkoholiker. Oh, das Bonnie, komm mal kurz bitte. Bonnie? Ja, wir sind auf dem Weg. Ja, los, alle Alkoholiker, schnell, bitte mal ins Anwesen. Alle ins Anwesen. Alle. Bonnie, komm mal kurz bitte. John, ich hab Feierabend. Aber was ist geplant? So. Wo sind die Alkoholiker? Hier. Ja. Yeah. Wo ist Erwin? Der Oberalkoholiker fehlt. Au. Au. Okay. Au, au, au. 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 So, dann machen wir alle unsere Gläser voll, ne? Scheiße, ich hab verschüttet, Alter. Fuck. Also ab 2 Uhr bin ich auch dabei, da hau ich mir dick die Joints rein. Und dann heben wir gleich mal alle die Hände und dann geht's los. Was für die Army hier? Die soll ich verpissen, sonst knallt's. Ja, ist gut los. Was? Alles gut, ich bin eng drin. Ja, was los? Ja, trinken wir mal jetzt? Ja, mein Sohn. Ja, komm her, mein Sohn. Ja, ich bin auf Weg, mein Sohn. Wie lange brauchst du denn noch? Ich muss vorne noch Lager auf der Mundi holen. Ach, jetzt gib Gas hier, wir warten hier schon. Wie? Ja, wir haben die Gläser schon in der Hand. Wie, echt jetzt? Ja, nochmal. Ja, du willst mal runterfahren. Was? Los jetzt. Ja, ich komm, Papa. Ja, mein Kind, komm. Was ist mit der Army, Alter? Ich geh jetzt gucken, was die Army noch macht. Boah, ich riech schon. Hoch die Hände, Wochenende. Bisschen maximale Aktivität, damit wir Gläser halten, oder was? Ja. Du kannst dein Glas auch mal rausholen jetzt. So, Fuchs. Was geht? Jetzt gleich fliegen. Das muss ich ja gleich mal mein Glas heben hier. Also hör mir zu, ich werde jetzt ein Lied ablaufen lassen. Mit dem machen wir uns jetzt warm. Und ich schwöre, der, wo das Glas jetzt nicht leer trinkt, der kriegt an ihn weit. Okay? Okay. Beweisfotos, ne? Beweisfotos. Fuchs, Glas wird voll gemacht. Hast du gehört? Das Glas ist lange Zeit voll hier. Ich warte noch auf dich. Voll? Ja, sicher. Okay. Let's go. Auf geht's! Komm, lass uns. Ich schwöre, und der, wo Eier hat, Ex, habt ihr verstanden? Ja. 3, 2, 1, los. Jetzt. Ich hab schon hinter. Oh Gott. Lass doch alles so sein, wie es ist. Ah, L10 for life. Oh nein. Ja. Alter. So. Da hat einer geext, das hab ich gehört. Wer war das? Da war ich. Uprank. Was? Uprank. Oh. Ja, jetzt haben sie auf einmal. Ach, Uprank ist gut. Downrank, dachte ich. Wow. Der, wo X ist, Uprank. Alter. Okay, hier. Okay, du hast auch geext. Okay, Rang 11. Ja. Ey, Goldi. Goldi, hol mir mal die 3 Flaschen aus der Küche. Ich geext die mal weg. Alter, ist das echt? Ich bin jetzt so ein großes Captain Morgan Glas. Hab mit Gott Gott. Ey, Captain Morgan, beste, ich bin auch. Scheiß X. Okay. Fuck, wie sieht's bei dir aus? Vanille-Cola. Bruder Bayer. Digga. Der muss Carlo. Aber Fuchs, du kaust doch wieder auf irgendwas rum, Alter. Was machst du? Hat sich nicht viel geändert, Simon. Ja, ich hab einen Bonbon hier. Ich hoffe, es ist auch wirklich ein Bonbon, ne? Das ist ein Bonbon, Digi. So, Ex, weißt du noch eine zweite Runde? Ex soll die zweite. Ja, komm, also, ich bin dabei. Noch, aber dann ist vorbei. Einen mach ich noch. Okay, warte, ich hab noch nicht geext. Warte mal kurz. Warte. Wie, du hast dich geext? Ja, ich brauch ja keinen Uprank mehr. Downrank. Naja, wer will mich denn downranken, bitte?
Ich. Ja, niemand. Warte kurz, das braucht da echt ein bisschen länger, ne? Sein, bitte. Das nächste Mal musst du länger reden. Was ist hier los? Sagen, so kommt wieder abhalten. Alle Leute bitte nach hinten, die von den Black Dragons. Einmal durchlaufen. Ey Leute, sorry, wir sind gerade am Trinken, ne? Wir kommen gleich. Was ist denn jetzt hier los? Warte, chill doch einfach, trink einfach. Was soll ich trinken, Mann? Ich hab immer nur Orangensaft gehabt, Alter. Ja, dann trink mal. Alkohol. Ich hab Orangensaft gehabt. Ich bin Alkohol da, ich bin an die Alkohol. Warte, warte, wir nehmen noch ein Glas, halt's Maul, warte. Ja, wir können gleich nochmal schauen. Ein Glas noch und dann fetzen. Warte, warte, das Glas ist gleich leer, warte, warte. Ey, Danny, seh's positiv, und wenn ich jetzt noch weiter exe, kotze ich gleich. Warte, warte. Nee, eins geht noch, warte. Wer von euch hat bloß sowas? Meiner ist leer, beruhigt euch mal. Ich hab nichts mehr. Boah, Digga, uah. Okay, warte. Warte, warte, warte. Habt ihr die Gläser wieder voll? Ich hab leer gemacht. Schon leer gemacht? Ich war schon am Trinken, Alter. Was ist los hier? Du musst mit Vanille-Cola Captain Morgan trinken, das geht richtig gut. Boah, ja. Ey, aber Mischung muss passen, ne? Nicht nur so ein Schluck, ne? Ihr kleinen Pisser. 187. So. Ist allein. Okay, Gläser voll? Mhm. Ich hab schon. Mein Bauch ist warm und alles. Voll, ja? Mein Bauch. voll. Okay, dann auf 3 X. Digga, hab schon. 1, 2, hast schon? Oha, 3, los. 3. Ich hab bloß selber nur. Ihr habt alle nicht geäxt, ich hab keinen Rülpsen hören, Alter. Ich hab doch gerülpst. Boah. Soll ich da rülpsen? Dreimal. Ich hab sogar zweimal gerülpst, weil ich zweimal geäxt hab. Erwin ist mir auch definitiv zu ruhig. Ich hab abgesetzt. Ich kann nicht exen, Digga. Kann ich exen. Aber das Glas muss leer sein, sonst gehen wir hier nicht raus jetzt. Ne? Ja. Soll ich gehen? Ja, ich bin dabei. Ja, ich ex auch nicht, ich kann's nicht. Boah, schmeckt wie. Doch, das schaff's kaum. Ey, Sony, die Leute stehen schon da jetzt. Reißt euch mal zusammen. Lass mal was trinken hier? Das zweite Glas war jetzt schwierig, Alter. Ah. Es geht doch gleich los. Okay. Boah, ich muss mich hin ausziehen. Moment. Was wollen die da drüben eigentlich? Lass mich mal vorbei. Die letzte Schluck, dann ist leer. Es geht gleich los. Sprich mit Sam. Oder so. Ach so. Ja, es geht gleich los, okay? Ich schwöre, es geht gleich los. Gib mir doch 3 Minuten noch. 3 Minuten. Oh, komm schon! Das muss Tiefe vom Magen kommen. Nicht so oberflächlich. So, boah, bei mir kommt egal, Jungs, weiter. Also, ne, wenn das Glas leer ist, ist okay. Ihr könnt dann wieder auffüllen und das trinkt ihr dann während dem Öl, ne? Ja, ja. Ich schaff das nicht. Boah, ich kann nicht mehr. Du trinkst gleich noch eins. 40%. Wie fährst du drum? Boah, ich hab 35. Ja, ich hab ja, da können wir alle die Sack anziehen, ich finde die so Porno. Ah, jetzt ist mir auf jeden Fall ein bisschen warm. Ich habe auch 40. Ey, ich glaube, mein Bauch ist auch mega warm. Ja, ich habe auch 40. Mein Hals. Das brennt richtig. Ah, geil. Ja, aber richtig. Oh, Lars, ach so, sorry. Ey, wir haben früher geskypt. Lass mal machen. Ich schwöre, wir haben früher geskypt mit Kamera. Ich habe meinen Schwanz rein gesagt. So geht die Art, sondern sie hat Zeit gemacht, Alter. War klar. Das glaube ich dir schon. wer war das, Juri? Geil, Alter. Alter, Zieber. Boah, scheiße, Mann. Ich hab den Knall. Ach komm. Amelie, beruhige dich. Amelie, du bist doch nicht etwa schon betrunken. Amelie, beruhige dich. Ja, auf geht's. Auf geht's. Ich kontrolliere das. Nicht, Mann, das ist Wodka. Also 50-50 mischen zu Excel ist schon ekelhaft. Ja, wir trinken gleich noch eins, wenn wir losgehen. Alles klar. Ja. Alles Säufer hier, ey. Na, ruhig, ey. So, jetzt. Darf ich mal durch? Glas weg, Erwin. Oh, sorry, mein Glas. Ja, also. Buonasera. Hi, Sonny. Hi. Wir warten eigentlich nur noch auf den Anruf von Sabasch, ne? Ach, dann können wir weiter trinken, oder was? Also, wenn du noch nicht willst, mach mal. Ja, dann auf geht's.